So, angekommen. Doch auch. Wir werden jetzt mal zum Deutschen Eck laufen. 1,4 Kilometer. Wir haben geparkt. Wenn man genau sieht, ich glaube da hinten irgendwo, kann man ihn sehen. Da so, glaube ich, ne? Ist er da? Ja. Kostet? 20 Minuten 50 Cent, also eine Stunde 1,50 Euro. So, also geht noch. Ist ein Parkplatz für Busse. Ich denke, das geht ja in Ordnung. Wir stören da keinen. Wir gehen jetzt erstmal los. Und sind hier direkt am Rhein. Genau, da. Auf geht's. Und jetzt laufen wir erstmal. Deutsches Eck. Also Ausgang, wie heißt das Ding, Plattform? Aussichtsplattform ist gesperrt. Ja. Von daher sparen wir uns das hier mal. Weil Festung kommen wir mit Hund wahrscheinlich auch nicht rein. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Weiß ich nicht. Also es kostet nur hochfahren und runter 11 Euro. Die Festung Eintritt 7 Euro, aber als Kombi 14,80 Euro hin und zurück. So. Aber wie gesagt, die Aussichtsplattform ist eh gesperrt. Genau. Und dann schenken wir unser Ganze und gehen jetzt zum Deutschen Eck. Genau. Wo die Mosel in den Rhein fließt. Das ist die Mosel. Und das ist der Rhein. Ein bisschen frisch heute hier. Hola. Ja, die Kante, wo sich Mosel und Rhein treffen. Sehr schön. Und jetzt gehen wir in die Stadt. Der Schengelbrunnen, der Lausbub. Der Lausbub ist aus, ja. Ja. Aber zwischendurch spritzt da mal Wasser aus seinem Mund. Ja, man weiß aber nie ganz genau wann. Also jetzt, wo wir hier so stehen? Könnte gefährdet sein. Aber der wird aus sein. Ist aus. Ja, ja. Winter. Im Hof vom Gymnasium hier zu Koblenz. Der Bub. Ne, wie heißt er? Der Lausbub, ne? Lausbub Schengel. Der Lausbub Schengel. Jean. Jan heißt er. Diätsahne. Ich
Ja, nach der leckeren Begegnung mit der Schokolade sind wir wieder zurück zum Wohnmobil. Ist ein bisschen uselig. Ist zwar nur oder schon oder erst oder was, 7 Grad, aber Nieselregen und windig. Ja. So, deutsches Eck abgehakt, check. Ist für uns jetzt der Punkt, wo wir vom Rhein zum Mosel wechseln. Ja. Und da fahren wir jetzt mal längs und gucken mal, ob wir einen Stellplatz kriegen. Jetzt ist erstmal eine gute Dreiviertelstunde durchs Niemandsland, wenn ich das richtig gesehen habe. Ansonsten melden wir uns nochmal, wenn wir einen Stellplatz gefunden haben. Ne, ne Schatze? Ja. Wo ist er? Hier ist er. Schnall gerade den Hund an. Okay. Da ist er. So, ich starte die Maschine. Ja, hast du denn jetzt einen Platz da schon ausgeguckt? Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, okay. Dann so. Gucken wir erstmal, wo es genau hingehen soll. Mahlzeit. Planänderung. Erstmal ein Käffchen. Mhm. Wetter ist kacke. Regnet. Und wir haben jetzt gerade noch mal geguckt, wir wollten jetzt zum Mosel. Der nächstmögliche Stellplatz liegt ungefähr eine Dreiviertelstunde vom deutschen Eck entfernt. Weg. Ja, aber der war doch irgendwie, hat er doch nichts, oder? Ja, nicht so richtig. Nicht so richtig, von der Beschreibung her. Da wir jetzt aber nicht mehr unendlich gurken wollten, bis wieder Dunkelheit herrscht, hat mein Mauschen Schnuckelschnäuzchen gesagt, wir fahren weiter Richtung Rhein. Zumindest heute noch. Und morgen oder wenn es hier sehr schön ist, im Moment regnet es, dann bleiben wir auch 2 Tage. Aber der Platz ist schön. Was man jetzt bis jetzt mal so sehen kann. In Urmitz. Genau, danke. Also wir sind jetzt gerade in Urmitz, wieder mal gefunden bei Park for Night. Nördlich von Koblenz. Direkt auch am Rhein. Ich gehe jetzt aber nicht raus, das regnet nämlich. Guck dir die Kamera an, die geht. Die steht jetzt nicht gerade. Alles gepflastert hier, also asphaltiert. Einzelne Parkbuchten. Was ist denn das hier? Auch für große Wohnmobile gut geeignet. Zufahrt ist okay, war auch gut. Nein, wir haben hier hinten Friedhof, alles supi. Ja. Friedhof der Kuscheltiere. Kostet 7 Euro, 24 Stunden. Strom 8 Stunden 1 Euro. Das ist natürlich viel. Aber der Platz selber ist schön mit Blick auf den Rhein. Ansonsten alles da. So, und? Eine Pizzeria gibt es hier auch noch. Hier gibt es ein Lebensmittel um die Ecke. 800 Meter entfernt, nein, 500 Meter entfernt Pizzeria. Hier am Rhein entlang ein Biergarten. Der wird aber jetzt zu haben, gehe ich mal von aus. Also heute Abend gibt es Pizza. Friedhof, wenn wir gleich hier bleiben will. Also wenn wir länger bleiben, Friedhof ist schon da. Bah, schäbig. Ja, normal. So, ja. Ich zeige euch den Platz morgen mal in Gänze. Ja, ja? Also schöner dann. Bestimmt. Im Moment regnet es doof. Also. Gut, wir trinken jetzt unseren Kaffee und dann. Noch ein bisschen Aufbauroutine. Genau. Wie gehabt. Alles klar. So. Ich sehe strubbelig aus auf dem Kopf. Du kannst das doch nicht jetzt so anmachen. Kann ich doch. Also Pizza. Wäre vielleicht auch lecker gewesen. Wir haben uns mal wieder umentschlossen. Du sehr spontan. Ich sehe aus wie ein Kopffürchterlich. Ja, wie ein Bär um Eier. So, ich wollte auch eigentlich nur ganz kurz gute Nacht sagen. Gute Nacht. Guck mal ein bisschen jetzt Glotze. Jo. Wampe vollgefressen. Also, Gasthof zur Post. Danke. Sehr lecker. Sehr günstig, sehr viel zu essen. Sehr nette Bedienung. So eine urige Kneipe eben, ne? Genau, so eine Dorfkneipe. Wo ich früher Opa Franz immer rausgeholt habe als Pico.
Ja, war so. Und noch ein Malzbier am. Ja, andere Geschichte. So, ja, ja, gute Nacht, würde ich sagen, oder? Reicht für heute. Morgen gibt es ein bisschen mehr, ein bisschen Stellplatz gucken und so, ein bisschen rein nochmal gucken und so. Ne? Also, bis morgen. Danke fürs Ciao. Zusehen. Tschüss. Ja, Mensch. Wo sind wir hier eigentlich jetzt nochmal gewesen? Wir sind jetzt hier in Ah, Urmitz. genau, Urmitz. Und jetzt sind wir schon den zweiten Tag hier. Wir haben uns eine kleine Auszeit gegönnt. War schön, ne? War gut, ne? Ja. Ja. So, Schatzi sucht jetzt gerade nach einem neuen Stellplatz. Richtung Mosel oder an der Mosel. Und vielleicht mal so ein kurzer Einblick in unser Wohnmobilleben. So sieht unser Tisch aus. Bisschen Chaos. Schneid gerade die Filme. Ich versuche es zumindest gerade mal. Schön gerade frisch geduscht. Herrlich. Funktioniert aber so, ne? Bombig. Ja, so sieht das aus. Bei uns. Ich kann noch mal kurz das Murmeltier hier zeigen. Sag mal hallo, meine Süße. Ich war gerade draußen mit Frauchen. Ist fix und alle. Ja, hier, das regnet hier wie Bolle doof. Vielleicht gehe ich morgen früh noch mal raus. Du musst heute Abend gehen. Ja, heute Abend kann ich aber schlecht aufnehmen, weil die Kamera kriegt das nicht so auf die Kette. Jetzt regnet es gerade, ich kann es aber jetzt rausgehen. Boah, ich bin frisch geduscht. Ich überlege mir da was. Siehste, hat sie mich doch noch rausgejagt. Ja, Stellplatz ist eigentlich ganz nett. Wie gerade schon gesehen, ne? Meine Brille beschlägt gerade, das ist aber nicht ganz so schlimm, oder? Von den Parkgebühren her muss ich mir mal kurz helfen. 7 Euro. 7,24 € Stunden. 7,24 € Stunden und Strom, 1,08 € Stunden. 1,08 € Stunden. Also 3,24 € Stunden. So, Parkscheinautomat muss alles gemünzt werden hier. Ja. Es gibt noch eine feste Satellitenanlage, da kann man sich auch dran binden. Haben wir aber nicht. Ansonsten, ja, der Weihnachtsbaum leuchtet noch. Entsorgung, Versorgung, alles da, ist auch hier für die Dingenskirchen hier, die hier den Stellplatz bewohnen, umsonst. Außer Wasser. Wasser, glaube ich, kostet auch 1 Euro, ne? Weiß ich nicht. Naja, Wasser kostet 1 Euro, meine ich. Aber egal. So, was haben wir noch? Bisschen abschüssig hier. Also Keile mitbringen. Und Regenschirm.
Nein, wir haben jetzt gerade knapp 10 Grad, 9,5 Grad, weht aber ein bisschen der Wind. So, vom Schlafen her super ruhig. Schiffe fahren da auch, wie gerade schon gesehen, aber relativ weit unten abschüssig. Ja, man hört es ein bisschen tuckern, aber... Also nicht so laut wie an der Lorelei. Nein, nicht so laut wie an der Lorelei, das stimmt. Aber sehr angenehm eigentlich, so vom Geräuschkulisse her. Ein Zug fährt hier auch, aber total selten, glaube ich. Einmal habe ich ihn gesehen, gestern, glaube ich. Ja, ansonsten... Alles gut. Alles gut, sagt sie. Dann lassen wir es auch so, alles gut. So, wir schnabulieren uns jetzt mal ein Leckerchen. Wir müssen ja nicht mehr fahren, ne? Einer geht bestimmt. So, dann gönnen wir uns mal was, ne? Wohl sein! Grüßchen! Egal wo ihr seid, wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr das seht hier. Ciao! Ciao! Ja. Läuft!